Ja, hallo und herzlich willkommen zur Delikates.ch Kochshow. Ja, ihr Lieben, heute möchte ich mich mit euch ein Pesto machen. Ich habe über YouTube wieder viele Anfragen bekommen, ob es nicht möglich sei, dass ich euch mal zeige, wie ich zu Hause Pesto mache. Es hat auf dem Blog schon ein Rezept drauf, aber das ist ohne Video. Deswegen haben wir uns überlegt, wenn wir schon ein Rezept auf dem Blog haben, dann machen wir das dementsprechende Video dazu. Also, im Prinzip mache ich das eigentlich ganz einfach, wie ihr es von mir gewöhnt seid. Ihr braucht dazu einen Mixer, Basilikum, dann habe ich hier Walnüsse und Pinienkerne in der Pfanne kurz angeschwenkt, dass sie so schön braun sind. Natürlich ohne Fettstoff angeschwenkt und dann gibt es dann so schöne braune Pinienkerne und Walnüsse. Walnüsse sind nur für den Geschmack. Im Rezept auf dem Blog habe ich Petersilie drin. Ich mache heute keine rein, weil ich möchte das Pesto noch anderweitig verwenden. Aber im Rezept auf dem Blog steht es mit Petersilie. Warum mit Petersilie? Ich habe das vom Italiener, also von meinem italienischen Küchenchef kennengelernt. Das gibt so den speziellen Geschmack im Pesto. Man muss ja nicht immer alles gleich machen, wie es die Italiener machen. Sprich nur Basilikum und die jeweiligen Gewürze wie Knoblauch, Pecorino, Parmesan. Und eben Pinienkerne, sondern man kann es halt immer ein bisschen abwandeln. Wie gesagt, ich mache es heute ohne Petersilie, aber auf dem Blog ist es mit. Also wundert euch nicht, warum es hier keine Petersilie hat. Also fangen wir am besten an. Ich habe das Basilikum, ich mache das grundsätzlich gewaschen. Und das mache ich jetzt alles in den Mixer rein. Also Basilikum, dann Pinienkerne und Walnüsse und dann mache ich so 3-4 Knoblauchzehen. Das müsst ihr dann mal schauen, wie ihr es am liebsten habt, ob ihr es wirklich schön mit Knoblauchgeschmack haben wollt oder ein bisschen weniger. Das ist jetzt nicht schlimm, wenn ihr dann 1-2 Zehen weniger macht. So, die schäle ich mal schnell. Das ist eine ganz kleinere. So. Ihr könnt das euch natürlich, wenn ihr möchtet, zu Hause schon vorbereiten. Dann könnt ihr das alles im Mixer reinmachen, den Mixer anstellen, Heidi Ho und schon ist fertig. So, jetzt die letzte. So, das ist ganz frischer Knoblauch, der hat in der Mitte, also zumindest ist diese Knolle, ah doch, hier sieht man es ganz gut, diesen grünen Stängel oder diesen Keimling vom Knoblauch solltet ihr immer rausnehmen, weil dieser ist leicht bitter und für eine Pesto, die kalt gemixt wird, also eine kalte Soße, macht sich das nicht so gut, solche Keimlinge im Pesto drin, weil das macht es echt bitter und das ist echt, schmeckt einfach echt grusig. So wie wir in der Schweiz zu sagen, schmeckt wirklich nicht gut. Also machen wir diese hier raus. So, da hat es nichts drin. Da auch nicht. Und da auch nicht. So, also jetzt haben wir Basilikum, Pinienkerne, Walnüsse, Knoblauch. Jetzt machen wir noch das Wichtigste mit, ein bisschen Parmesan oder wer hat Pecorino. Und das ist wie gesagt Geschmackssache, also der eine mag ein bisschen mehr Parmesan, der andere ein bisschen weniger. Das Rezept, was ich euch gebe, ist ein Grundrezept, ein Standardrezept. Da könnt ihr euch dann drauf richten, wenn ihr sagt, ich möchte gern mehr Parmesan da rein, dann könnt ihr euch mehr Parmesan da rein machen. Und wenn einer sagt, ich liebe Knoblauch über alles, da muss unbedingt mehr Knoblauch mit dazu, könnt ihr gerne machen. Also das ist jedem selbst überlassen. So. Ich denke mal, das reicht. Was wichtig ist zum Sagen, möchte ich echt nochmal sagen, für die, die jetzt kalte Soßen selber machen. Parmesan
kauft euch diese Parmesan Stückli am Stück, also kauft keinen geriebenen Parmesan, das ist meistens keine gute Qualität. Pecorino oder normale Parmesan, die machen sich wirklich gut, sind auch geschmacklich sehr gut. Und diese, ich sag mal, die fertigen, abgepackten Parmesan gerieben, die sind meistens minderer Qualität und machen sich eigentlich eher für Soßen und zum Überbacken gut, aber für eine kalte Soße ist das echt suboptimal. Also, jetzt haben wir Käse und jetzt das Allerwichtigste überhaupt, Olivenöl. Und da könnt ihr gut reichlich reinmachen und je nachdem, wie viel Pesto ihr braucht, müsst ihr da circa einen halben Liter bis einen Liter reinlassen. Wie gesagt, Rezept mache ich euch unten drunter. So, und ich denke mal, das sollte genug sein. Wir werden es sehen. Und jetzt stelle ich den Mixer mal an. Jetzt nicht wundern, wird ein bisschen laut. So, jetzt können wir schon den Parmesan mit dazu machen. Und bei mir kann da ruhig ordentlich rein. So. So, jetzt will die Maschine wieder nicht. Also ihr Lieben, das war Pesto. Mehr ist es nicht. Ich habe jetzt noch eine Schale. Wichtig noch zu sagen für Pesto, es gibt zwei Möglichkeiten, dass diese Farbe schön grün ist. Ihr seht, wenn der Basilikum frisch ist und ihr tut den gerade mixen mit allen Zutaten, dann hält er sich wirklich gut im Kühlschrank und er bleibt auch grün. Man kann ihn aber auch noch blanchieren, das heißt in kurzem heißes Wasser, dann wird er richtig stechend grün und dann kann man ihn mit allen Zutaten mixen. Hat einfach einen Nachteil, ihr braucht mehr Basilikum, weil dieser fällt ziemlich schnell zusammen und verliert sehr, sehr viel Eigengeschmack durchs Blanchieren. Es ist mehr Geschmack im Wasser als wie im Pesto selber, deswegen empfehle ich den Basilikum immer roh, wie ich es jetzt gemacht habe, zu vermixen und dann abzufüllen. Beim Abfüllen erkläre ich jetzt noch, was wichtig zu beachten ist und dann war es das schon. Also ihr seht, das ist frisch gemachte, hausgemachte Pesto und ich kann euch sagen, das ist tausendmal besser als diese gekaufte Pesto, was man kaufen kann, weil diese ist meistens, ich sage meistens, wenn man sie kauft, schon leicht gräulich. Und warum das so ist, das hat einen Grund. Und zwar, Pesto sollte man immer, immer abdecken und zwar lichtgeschützt. Pesto so abgedeckt im Kühlschrank hält sich wirklich krass gesagt eine halbe Ewigkeit und wird, wenn man diese Alufolie wegnimmt, bleibt sie wirklich so grün. Es läuft wirklich nur ganz, ganz minimal oben an und wenn ihr genug Öl verwendet, dann ist dieser Öl, dieses Öl, was in Pesto ist, setzt sich irgendwann mal wieder ab und dient sozusagen als Schutz und schließt das Ganze luftig ab
und diese Pesto hält sich wirklich Ewigkeiten. Ihr könnt Pesto in, wenn ihr jetzt Gemüse, Grillsaison geht ja bald wieder los, Paprikas zum Beispiel, ganz auf dem Grill, dass die Schale sich schön schwarz färbt, Schale abziehen, Paprika auseinandernehmen, Kerne raus und dann mit frischer Pesto vermixen. Ich sage euch, das Gemüse müsst ihr probieren, das ist der absolute Knaller vom Geschmack her. Wir hatten erst letztens vom Schatz Bruder hier und der hat das vorher auch noch nie gegessen. Wir haben da Zucchetti hergenommen und das schmeckt wirklich fantastisch mit Pesto. Also mein absolutes Favor für die Grillsaison. Wenn ihr Paprikas oder Zucchettis oder Zucchinis, wie sie in Deutschland heißen, auf dem Grill macht und diese mit frischem gemachten Pesto vermischt und esst, schmeckt hervorragend. Also ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch wieder helfen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel Prinz.